Da drüben sehe ich noch Koffer. Die Hasenfamilie lasse ich jetzt mal Frode wohl hier rumlaufen. Ich weiß nicht, was Frode wohl für ein Wort ist, aber es sicher ein wunderschönes. Und ich habe so das Gefühl, er nimmt wirklich nur die Batterien raus, wenn er Taschenlampen findet. Für diesen intelligenten Entschluss bin ich ihm sehr dankbar. Okay, was war das denn gerade? Sieht aus wie eine Feder, aber irgendwie doch nicht. Dann würde ich mich jetzt doch mal ins Innere wagen. Ein wenig. Sehr stürmisch hier. Aufheben kann ich also gar nichts mehr. Ach, ich bin wieder hier. Kann ja wieder ein paar Beeren sammeln und sowas. Aber irgendwie wurde ich letztens hier angefallen. Würde halt gern mal... Oh, Römer haben wir noch gar nicht gefunden. Oh. Ja, sehr schön. Würde halt gern wissen, wo die herkamen, ne? Na, ist das geil, wie viel Zeug wir hier finden gerade. Die müssen hier ja irgendwo ihren Ursprung gehabt haben, die ganzen 1000 Barbaren. Und ich würde halt wirklich gern wissen, wo... Ah. Sieh mal einer an. Clove und Snack collected. Clove brauche ich eigentlich nicht. Die waren okay, die Pilze. Also braun und gelb. Rot ist schlecht. Ah, super, nehmen wir. Ah, eine Platine. Geld. Boah, sind die alle tot? Krass. Noch eine Platine. Also irgendwie scheinen hier vor uns schon Leute gewesen zu sein. Noch eine Platine. Die sich versucht haben, ja auch irgendwie einzurichten, wahrscheinlich. Nachdem sie gestrandet sind, würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Man kann das ja mal so ein bisschen zu Ende spinnen. Oder, nee, das ist eine Kamera. Kann sogar sein, dass die hier vielleicht so... Vielleicht wollen sie hier so einen Film drehen oder so. Wussten nicht, dass die Insel von Barbaren bewohnt wurde. Und ja, dann... Hat das hier halt ein schnelles Ende genommen mit dem Filmdreh. Das war dann wahrscheinlich so ein bisschen ungeplant. So. Die Blumen sehen zwar alles aus, als ob man es mitnehmen könnte, aber man kann nicht. Ich gehe mal da runter, sieht irgendwie vielversprechend aus, die Lichtung. Da ist schon wieder ein Totenzeichen. Aber spätestens bei sowas hätte man doch auch aufmerksam werden müssen, oder? Dass hier so vielleicht so ein bisschen unangenehme Gesellen wohnen. Hätte einem da vielleicht auffallen können. Ich da unten schon sehe 180 Loks filmen noch, denke ich mal aus. Bringt mir gerade eh nichts, habe ich vergessen. Auch hier liegen noch Koffer. Ich nehme mir so viele Snacks mit, wie ich kriegen kann. Weil die sind doch recht praktisch. Weil das normale Essen kann man ja leider nicht. Das finde ich ziemlich seltsam, dass man sich Essen nicht ins Inventar packen kann. Also vieles. Weiß nicht, ob man später vielleicht sich das alles craften kann dann. Ich habe ja vorhin Energy Mix gesehen. Energy Mix. Oh. So, habe ich den Kopf mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Hab anscheinend noch einen. Das ist das Zelt wieder. Wir nähern uns also wieder dem See. Ich will aber nicht zum See. Sondern ich würde eigentlich gerne mal was Besonderes finden. Ich weiß nicht, ob es so besondere Dinge hier gibt, aber es sieht ja an sich sehr leer hier aus. Was ist das denn? Ah, verstehe. Moderne Kunst. Scheint ja auch des Öfteren vertreten zu sein. Könnte darauf schließen, dass wir uns doch vielleicht einer Siedlung nähern. Da wieder ein Toter. Aber nichts Lebendiges. Ich bin mir zwar nicht mal so ganz sicher... Oh, Alter, hab ich mich jetzt gerade wegen dem Reh erschreckt. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob ich wirklich etwas Lebendiges finden will. Aber über die Folgen dessen entscheide ich dann immer noch, wenn es soweit ist. Ob das dann zu spät ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe gerade wieder 2 Federn, die nehme ich mal noch vorher noch schnell. Wir wollen das Glück hier nicht auf die Probe stellen. Immerhin ist es ein Survival-Game und nicht ein ich lass mich 1000 Mal umbringen Game und fangen wir von vorne an. Ach, das ist so ein Vieh, das kann ich eh noch nicht nutzen. Bei Rehen bin ich mir nicht sicher, ob ich nutzen kann. Ich finde die eigentlich ziemlich süß und komme auch ohne zurecht, deswegen lasse ich dieses... Ich habe dich genau gesehen, Lorch, nur leider habe ich dich verloren. Habe ich denn eine Soda gefunden? Nein, habe ich leider nicht. Ich werde mir nachher einen Energy-Riegel reinflacken, wenn es wirklich dazu kommen sollte. Ich habe auch absolut keine Ahnung, wo ich bin. Also abgesehen von der Hausmarkierung, die hinter mir ist, weiß ich jetzt leider überhaupt nicht mehr, wo ich hier gerade bin. Das ist auch gut so, so war das ja geplant. Nur finde ich auch nichts. Das war nicht so geplant. Ich weiß, es gibt auch Höhlen. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob das eine gute Option momentan für uns ist. Ob wir da schon ausgereift genug für sind, um uns in eine Höhle zu begeben. Ich meine, gut, wir haben eine ordentliche Waffe, wir haben auch komplette Rüstung an. Ich weiß auch nicht, ob es besser noch geht, aber... Lorch geht immer besser. Ich würde mal ganz kurz B war's. Ich will mal ganz kurz einen Fire collecten hier. E. Dann würde ich mir mal einen Lorch gönnen. So. Und mir vielleicht hier mal eine dieser Hunting Shells aufbauen. Warum nicht? Da fehlt mir noch ein Stein. Da fehlt mir ein Stein vom Herzen. Oh mein Gott. Gut, denn ich habe die erstmal aufgebaut. Das sieht man ja dann noch, den Hammer. Das, so ist es ja nicht. Es tut mir leid um die ganzen Lurche, aber die Haut ist nun mal wichtig. Deswegen nehme ich die mit. Und ich habe jetzt 4, 5... Und 5 habe ich an, also ich kann mir von jedem 5 mitnehmen. Das heißt, dann wäre ich voll gelurcht und müsste keine mehr töten. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu viele Lurche an einer Stelle töten. Ah, hier ist doch die Stelle, wo ich mich eingerichtet hatte häuslich, gell? Genau, das ist genau die Stelle hier. Hier hatte ich mich auch häuslich eingerichtet. Da war doch was, da war doch was. Da drüben sehe ich auch Hütten. Die sind aber, glaube ich, noch nicht im Spiel inbegriffen. Und ich wundere mich wirklich, warum wir keine Eingeborenen finden. Das interessiert mich gerade brennend. Ja genau, das ist genau die Stelle, wo ich... Ah, das habe ich euch ja gar nicht gezeigt. Da hatte ich, also da hinten an der Stelle, wo ich gerade gesagt hatte, da hatte ich vorher halt getestet in der anderen Version, ob das Spiel mir gefällt, und danach habe ich mich dann entschlossen, es zu kaufen. Ich hätte es schon vorher gekauft, wenn es nicht so schwer gewesen wäre. Oh. Geronimo! Hä? Hallo? So, da haben wir wieder ein paar Zähne. Wir haben wir jetzt wieder 14, das sieht gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und... Grafikbug auf Doom. Und 68 Zähne hängen da dran. Ulala, das sind eine Menge. Der hat Feuer, wie fies ist das denn bitte? Der kämpft mit Feuer. Na klar, spring noch tiefer. Das ist ja ein hundsgemeiner Typ. Ich nehme jetzt mal kurz... die normalen Lizard Skins und nicht die Rüstung, weil die will ich ja nachher zum Tarnen anziehen. Und dann schnapp ich mir den. Boah, Alter, was für ein Wichser. Das habe ich nicht gesagt. Der hat immer noch Feuer. Alles klar, Jungs. Kriegt der mich? Anscheinend nicht. Das war jetzt natürlich... Dass der mit dem Feuer da war, aber es ist natürlich scheiße gewesen, weil der mit dem Feuer ruiniert mir die Rüstung trotzdem. Ich wusste gar nicht, dass es Leute gibt, die Feuer haben. Und die Musik ist mir überhaupt nicht nervig oder so. Holla, die Waldfee, Alter. So ganz ausgebackt ist das hier aber noch nicht mit dem Wasser. Das ist natürlich ein bisschen doof gewesen. Wir haben gerade echt eine Menge Leben verloren und so. Aber ich dachte halt, das funktioniert. Und dann kam dieser Typ mit Rüstung an. Ist da was? Dann nehmen wir jetzt mal die hier. Da haben sich die ganzen Logen, die gestorben sind, ja noch irgendwie gelohnt. Jetzt muss ich mir nur kurz mal ein paar Stöcker zusammensammeln. Damit ich zur Not die Nacht auch überlebe. Gehe ich mal ein bisschen deeper in den Wald. So, dann haben wir noch ein paar Steine, nehmen wir auch mit. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Wir müssen ewig weit weg von unserem Zuhause sein. Ich höre auch Geräusche, die ich nicht hören möchte, muss ich gestehen. Ich baue mir mal ein Zelt. Natürlich kostet das mehr, als ich habe. Hier Stöcker bräuchte ich. So. Hab ich. C. Und Z. Und es ist Tag, das heißt, wir haben die Nacht erfolgreich überstanden. Das ist sehr gut. Dann schauen wir, was wir noch finden. Den kann ich noch einkassieren. Da geht's echt steil bergab. Und ansonsten gibt's ja auch nichts mehr. Ich dachte, ich finde hier vielleicht... irgendein geheimes Versteck oder so, aber... es gibt noch nicht allzu viel, muss man sagen. Es gibt noch nicht so wirklich... also es gibt schon viele Dinge, aber... es ist natürlich noch in der Alpha-Version, es wird noch viel hinzugefügt. Und es sind auch noch echt wenig Crafting-Rezepte, muss man schon sagen. Aber wenn an diesem Punkt noch ein bisschen gefeilt wird, dann wird das ein richtig, richtig geiles Spiel. Und ich freue mich schon auf jeden neuen Patch. Also das Wetter hier, boah, das ist echt geil gemacht. Schon mal. So. Ich glaube, Stöcke haben auch wieder voll. Alter, hatte ich jetzt gerade Panik. Eine Panikattacke. Das sind ja auch krasse Schluchten hier. Mal hier runtergehen, vielleicht ist ja was Interessantes. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, irgendwas zu finden. Ich meine, es scheint hier doch ein bisschen festgelegt zu sein, wo was ist. Da ist eine Insel, die Sonne aus dem Arsch strahlt. Auch sowas ist immer wieder schön. Okay, Stöcke haben wir wirklich genug. Bei diesen Büschen denke ich jedes Mal, da steht einer. Ja, und da sind wir hier mal... Oh, da hinten... Alter, hier sind ja richtig viele Hütten. Das sah aus wie ein Eichhörnchen. Es ist ein Eichhörnchen. Seile! Oh mein Gott, geil, wir haben Seile gefunden. Was? Ich nehme mal als Zweitwaffe mein Feuerzeug, oder? Bomb timed? Can be used for crafting. Wo sind denn eigentlich die Platinen hin, die wir gefunden haben? Ach da. Aha, okay, eine Platine noch. Coins noch. Nee. Auch nicht. Ach, warte mal. Ist doch wieder was anderes. Egal. Okay, hier ist nur ein Haus. Ich weiß nicht, was ich gegessen habe, aber es war anscheinend gut. Und ich wollte das Feuerzeug eigentlich in die equippen. Kann man auch gar nicht, so wie es aussieht. Na gut, dann halt... Ach, ich bin auch getarnt, gell? Ich bin ja im Tarnmodus, Kinder. Man hört zwar Frösche, aber ich finde nie Eiche, also... Hier ist nichts. Ich sollte vielleicht... Ich glaube, das ist das Hauptdorf von den ein... Oh, schön. Schön. Ja, doch. Ich nehme mal den Stoff mit. Es tut mir zwar sehr leid für die Herren. Bäh. Die hier so unlieb aufgehängt wurden, aber juckt mich dann doch recht wenig, muss ich gestehen. Ich bin hier wegen den Seilen. Die aber nicht in jeder Hütte hängen, leider. Eine Platine. Wieder ein Stein. Oh oh. Komm her, du bist alleine. Der hat auch so... Die spawnen also wirklich da drinne. Ich war mir nicht sicher, aber die spawnen wirklich in ihren Siedlungen. Weil der war gerade nicht da und der ist dann halt genau hinter mir auf einmal gewesen. Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich kann in die Siedlung rein. Sollte da aber gut aufpassen. Und gut bewaffnet sein.